Hey Leute und willkommen zu diesem weiteren Part Super Mario Maker 2 Online und heute machen wir was, worauf ich jetzt auch gerade schon drauf bin, das vernetzte Spielen. Da habe ich in der letzten Zeit gar nicht mehr so dran gedacht, dass man das ja machen könnte mal, da es ja momentan noch nicht mit Freunden geht, da gab es ja so viel Kritik, warum man das ja nicht mit Freunden spielen könnte, weil wenn wir hier gucken, man kann nur miteinander mit random Spielern gegeneinander spielen oder halt dann selbst einen Raum erstellen. Da kommen dann aber nur Randoms rein, indem man dann... Ich könnte jetzt auch in einen random Raum rein. Ah nee, warte mal, was laber ich denn? Ich bin auch dumm. Wenn man lokal spielt, Quatsch. Ich bin so dumm. Mit Spielern in der Nähe hier. Und mit Spielern aus aller Welt kann man gegeneinander, miteinander. Aber halt random. Und ich dachte mir einfach mal so, ich habe schon gesehen, es läuft teilweise echt unglaublich beschissen. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Teilweise läuft es auch ganz okay. Aber weil halt Switch Online nicht so geil ist, ne? könnte das ganz lustig werden. Guck mal, waren jetzt 3 Balken von 4. Spielen hier mit den ganzen Boys. Komm, wir nehmen was Leichtes. Oh nein. Okay, geil. Von den 4 Leuten haben 3 abgestimmt. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, Leute, wir werden heute in diesem unglaublich komischen Part mit Toadette spielen. Also wurde ich jetzt einfach so zugeteilt, Toadette, oder wie? Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Boah, Junge, ist ja ultra scheiße. Boah. Boah, Junge, das ist ja grauenhaft. Ich könnte jetzt noch Münzen sammeln. Mach ich aber nicht. Ja, Mann. Da habe ich irgendwie gewonnen. Lol. Okay. Aber es war schon... Boah, ouch. Also ich habe zwar richtig schlechtes Internet, aber das hier packt das auch noch locker. Also ich hab irgendwie... 14er bis 26er Ping so. Ja gut, machen wir weiter. Es ist einer gelieft, deswegen, ne? Okay. Es liegt entweder, nee, am Switch WLAN-Controller, also das Ding, was in der Switch drin hängt, ist auch ja beschissen, kann man auch nicht so einen geilen Empfang mal mitkriegen, auch in der Docking Station. Die Geschwindigkeit einer Verbindung ist niedrig. Es könnten beim Spielen... Ja, sicher. Ich habe zwar nur 20 Mbits, was viel zu wenig ist. Aber das reicht völlig. Sorry. Okay, wir haben uns beide für leicht entschieden. Es sind nur noch wir beide da. Oder warte mal, ist das jetzt so immer weiterspielen? Also nur wir beide sind übrig oder sind die anderen einfach gelieft? Kann auch sein, dass es der Typ war, gegen den wir... Also dieser Luigi, der noch kam gerade. Junge, Betrug! Ja! Ja, genau! Alles! Erstens, das ist ein behindertes Level. Zweitens... Das laggt und spackt mehr rum als eine Kartoffel. Komm, wir spielen jetzt mal miteinander. Hey, warte mal. Wir waren schon auf Miteinander. Also kann man sich dann auch gegenseitig töten. In Gegeneinander oder wie? Bruder, was ist hier los? Ich hab keine Ahnung. Ja, was aber toll ist, man kann, ja, jetzt auch nicht mehr. Leaven, wenn man, ach, keine Ahnung. Oh, ich habe 0 Punkte. Und 0 D, ich habe keinen Plan, was das heißt. Pipe Desert, ich bin Toadette, hello. Was geht, Leute? Ich habe keine Ahnung, wie das hier alles geht. Nein! Betrug! Jetzt häng ich ganz hinten, ne? Oh,
irgendwann mal die Verbindung. Also wirklich, es kann eigentlich nicht an meinem Internet liegen. Das schafft das sogar noch. Man ist halt auch einfach viel zu langsam. Das kann nicht ernst sein, D. Danke, Bro. Ist auch noch so fein auf mich wartet. Ganz ehrlich, ey. Es läuft halt wirklich so scheiße und es kann einfach nicht an meinem Internet liegen. Wie gesagt, das ist immer noch gut genug dazu. Eigentlich. Es kann auch sein, dass es an der Switch liegt. Aber ich sag mal so, was jetzt, hier, keine Ahnung, ich habe Fortnite ja auch ganz viel gespielt. Das ging auch immer perfekt auf der Switch. Was heißt perfekt? Klar, Quali ist immer scheiße an der Switch, aber auch an der PS4 und auf dem PC war überall Ping gleich gut. Bei der Switch waren aber manchmal halt Abstürze. Ja. Dieses Zeug, was die teilweise in der Switch verbaut haben, ja, es ist. Boah, unglaublich. Deshalb frage ich mich auch, ob die das jetzt vielleicht bei der ganz neuen Switch mal geändert haben. Wäre ich sehr froh drüber. Was? 900? Ding ist, wo steht denn mal, wie viel Münzen ich habe? Hä? Dieses Level ist ja sowas von dumm. Soll das heißen, ich kann nicht wissen, wie viel Münzen ich habe? Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Oh, ich hab's geschafft. Das war jetzt aber ich, oder? Ich hoffe doch. Ich bin der King. King, 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 Olli, Olli, Olli. Ich hab gar nicht gecheckt, wie es geht, Alter. Und ja, trotzdem kriegt's ein Like, man kennt ihn. Ja, ich hab's geschafft. Daran könnte es eventuell liegen. Junge, es ist so heiß hier. Ah, jetzt hab ich Bock aufs Game. Aber wisst ihr, worauf ich noch mehr Bock hätte? Tetris 99. Kein Spaß, ich spiele das in der letzten Zeit voll oft. Ich bin immer schlecht. Yoshi for 4-year-olds. 4 Jahre alte Kinder, ah ja. Ehre. Der Hell war das. Aber gut, ich habe gewonnen. Nee. Aber es spackt aber auch so rum. Ich weiß gar nicht, ob man es in der Aufnahme so krass sieht, aber ich denke schon. Ich merke es ja auch daran, wie meine Eingabe ist. Also was für eine Verzögerung das teilweise auch einfach hat. Wie schwach, ne? Ihr müsst es einfach mal selbst spielen, dann merkt ihr es. Es ist so schwierig einfach. Dass hier was Gescheites rauskommt, ne? Juhu, Gegner gefunden. Ja, wie ich da immer so, oh, ich komm ja nicht, zack, zack. Wie ich immer so stehe. Das habe ich eigentlich nur für den Stream gemacht. Erreiches Ziel auf Yoshi. Ach du Scheiße. Fuck, warum? Warum? Aber gut.
Toadette kriegt das schon irgendwie hin. Nachricht. Oh, da unten sieht irgendwie so aus. Ha, ich habe euch die Ehre genommen, ja. Junge. Oh, Digga. Was zum... Ja, man musste da rüberlaufen, oder? Das war so dumm. Es lägt aber auch so schlimm rum, ne? Das schmiert halt einfach komplett ab. Was soll man denn da machen? Ich finde, das sind aber auch echt komische Level teilweise. Ja, super. Gegner gefunden. Oh, guck mal, wir haben alle die Mario Maker Mütze und wir haben auch alle drei jedenfalls. All 3D World, erreichtes Ziel als Super Mario. Wir waren alle im Mario Maker Anzug. Cool. Ich tanze den Käse. Ja, yeah, Party. Ich tanze den Käse. Guck mal. Ich hab voll Luck. Ich stehe hier einfach vorne. Hallo, Junge! Ist das euer Ernst, Nintendo? Jetzt mal ohne Scheiß. Das könnt ihr doch... Ganz... Junge! Dafür bezahle ich 20 Euro im Jahr? Ach so, okay. Sehr interessant. Super. Es hat sich sehr gelohnt, sich die die Special Edition von Mario Maker hat sich gelohnt. Weil da war das bei. Also Switch Online, aber auch ein Steelbook. Tor 2 hat aufgegeben. Hm, warum hat Tor aufgegeben? Nein, das war dumm. Ja, super. Ja, super. Es ist auch scheiße, wenn es so leckt. Junge, so kann kein Mensch spielen. Ohne Scheiß, es geht einfach nicht. Nee, es ist Betrug. Wie hast du das gemacht, Toad? Wie hast du das gemacht? Muss man in irgendeine Tür gehen? Keine Ahnung, Junge, das regt mich nur noch auf hier. Wie soll man denn so normal spielen? Jetzt mal ohne Witz. Das geht nicht. Jetzt war es wahrscheinlich sogar... Ich glaube, es müsste jetzt das Schlimmste gewesen sein heute. So schlimm hat es bisher noch gar nicht rumgespackt bei mir. Alter. Ehre, Toad. Ehre! Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott, das war so Karma. Das war so Karma einfach. Ich kann nichts sehen mehr gefühlt. Super. Vor allem am Anfang, ich bin so weit. Was habe ich denn da gemacht? Wie habe ich es bitte geschafft, da nicht rüberzukommen? Ich dachte, man muss da irgendwie auf den Goomba draufspringen, damit man so hoch geboostet wird. Junge. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel, weil Nintendo ist ein bisschen dumm und verkauft uns 20 Euro.
im Jahr, so für 20 Euro im Jahr, dieses Switch Online, weil die denken, wir sind alle dumm und merken nicht, dass das komplette Verarsche ist. Wir kriegen hier nur, Sonnenscheiß und, wartet, Sonnenscheiß. Alles klar. Ah, also, okay, Fehler bei der Datenübertragung. Dann ist ja gut, freue mich, ernsthaft, ist viel besser so. Das Ding ist, man braucht einfach Switch Online zwingend für fast alle Spiele inzwischen. Vor allem bei Mario Maker. Du kannst dir einfach kein Mario Maker ohne Switch Online holen. Also klar, du kannst es auch einzeln kaufen ohne Switch Online, aber du brauchst halt definitiv Switch Online für Mario Maker, sonst ist das Spiel einfach Dreck. Ich tue das. Verdammt, Alter. Ey, ich kann jetzt nicht so oft noch verkacken hier. Och, Junge, das ist so... Es ist ja echt nicht mehr feierbar. Also nicht ansatzweise mehr... Okay, ganz ehrlich, Nintendo. Könnt ihr nicht tun. Das könnt ihr einfach nicht machen. Das könnt ihr nicht für 20 Euro verkaufen. Was gammelt ihr hier rum? Junge. Du ehrenloser Hund! Und dieser Luigi, ne? Junge, du dreckige Made. Du bist auch dumm, Toadette. Junge. Und scheiße, es hat noch nie was so krass bei mir geleckt. Es ist so dumm. Was ist das, Junge? Das ist doch kein Spielen mehr. Das ist einfach nur behindert rumirren. Ganz ehrlich, was fällt Nintendo ein, sowas zu verkaufen? Ich komme darauf nicht klar. Boah. Damit machen wir für diesen Part auch Schluss, Leute. Ich habe einfach keinen Bock mehr, Leute. Das war's mit diesem leider echt verdammt schlecht ausgefallenen Test von Super Mario Maker 2 Online. Vernetztes Spielen. Oder Zusammenspielen. Es ist einfach kacke. Es geht nicht so. Und es liegt auch nicht zwingend am Spiel. Was mache ich denn? Nicht weiterspielen. Stopp. Hilfe. Es liegt ja nicht am Spiel zwingend. Einfach an dieser Kacktechnik, die Nintendo benutzt. Das ist echt... Also wirklich, da muss sich Nintendo ganz schnell irgendwie was überlegen. Weil so kann es nicht weitergehen. Deshalb spielen wir auch in den nächsten Parts nur noch diese Endlos-Herausforderung oder ganz viel halt sowas. Eure Level werde ich, glaube ich, nur noch in Stream spielen, aber Stream werde ich sowieso, da habe ich vermutlich in der Zeit, wo ich noch zu Hause war, ganz viel, und das ist jetzt vermutlich auch ein vorproduziertes Video, was dann irgendwann rauskommt, wenn ich im Urlaub bin. Ja, also Stream werde ich jetzt vermutlich meistens eher, weil ich jetzt auch sehr viel Abos dazu kriege, wenn ich das mache, und
ihr eh ganz viele Level-IDs noch mal einsendet und so. Das ist mal sehr nice. Ich würde sagen, Leute, das war's dann auch mit diesem Video. Lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ciao. Thank you.